in seine Glaubenskasernen ruft, um dort zum Hass gegen das deutsche Volk aufzurufen. Wir sagen klar und deutlich, liebe Freunde, wir sagen klar und deutlich, wir wollen keine Moscheen, wir wollen keine Minarette, wir wollen keine Burka, auch wenn das für Politikerinnen wie Claudia Roth und einige andere mehr als angemessen wäre. Wir wollen keine Scharia auf deutschem Boden haben, sondern wir wollen, liebe Freunde, dass über Deutschland weder der Türkenmond noch der Davidstern wehen, weil wir sagen, Deutschland, liebe Freunde, muss endlich wieder das Land der Deutschen werden. Ja! Klartext spricht die NPD auch, wenn es darum geht, der Raffgier internationaler Konzerne, dem Zusammenbruch der Finanzmärkte und der Transferknechtschaft der Europäischen Union den Kampf anzusagen. Und ich will jetzt nicht in dem Maße, weil es Sascha Hossmann schon getan hat, auf die Fiskalpolitik eingehen, zumal die meisten wissen, worum es geht. Aber Tatsache ist natürlich, dass der Euro sich in Deutschland zunehmend zu einem Versailles ohne Krieg für die Deutschen entwickelt. Und wer hat es nicht vor Augen? Die Bilder der lachenden und der feixenden Politiker im sogenannten Deutschen Bundestag im Herbst letzten Jahres, als man wieder einmal eine Mehrheit zusammengeschustert hatte für die Milliardenpakete für Griechenland, für das Aufspannen immer neuer Schutzschirme. Erleichtert, fröhlich, feixend sah man sie, weil man wieder einmal eine Mehrheit gefunden hat, gegen die Interessen des eigenen Landes handeln zu können. Und genau dieselben fröhlichen Gesichter, liebe Freunde, werden wir auch wieder Ende Juni im sogenannten Deutschen Bundestag erleben, wenn der neue Schutzschirm ESM in diesem Falle durch den Bundestag gepeitscht wurde. Der ESM immerhin mit einem Gesamtvolumen von über 700 Milliarden Euro, wo deutlich wird, dass diese Regierung und die Opposition im sogenannten Bundestag letztendlich nichts anderes als schwersten Verrat an den nationalen Interessen des eigenen, des deutschen Volkes betreibt. Das Skandalöse daran ist ja vor allem auch, dass der ESM natürlich zusätzlich zum EFSF aufgespannt wird, der bereits 723 Milliarden Euro betragen hat. Das Ergebnis heißt, dass Deutschland nicht nur mit 211 Milliarden Euro aus dem EFSF, sondern auch noch mit weiteren 190 Milliarden Euro aus dem ESM haftet. Und weil man sich nicht lumpen lassen möchte, verpflichtet man sich natürlich auch dazu, dass man gleich blanko 80 Milliarden Euro von einem Moment auf den anderen nach Brüssel überweist. Zum Vergleich sei mal die Zahl herangeführt, dass die maximal zulässige Netto-Neuverschuldungsgrenze des Bundes gemäß Schuldenbremse im Jahre 2012 bei gerade mal 37 Milliarden Euro liegt, also gerade mal einem Zehntel dessen, was Deutschland nun im Rahmen von EFSF und ESM haftet. Man fragt sich, welcher Teufel hat diese Minusseelen eigentlich geritten, ein solches Ermächtigungsgesetz im Bundestag zu verabschieden? Und es wird immer offensichtlicher, dass es den Bonzen nur noch darum geht, sich an den Futtertrögen der Macht zu halten. Man weiß natürlich ganz genau, an den eigenen Privilegien gibt es nichts zu rütteln, an Rentenansprüchen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Liebe Freunde, ich denke, es wird immer offenkundiger, dass es für ein solches Verhalten in diesem Lande endlich den Straftatbestand der Untreue im Amt begeben muss. Denn eines ist doch klar und deutlich, das, was diese Herrschaften betreiben, ist nichts anderes als Landesverrat. Diese ganze Bande verantwortungsloser Politiker
muss endlich mit ihrem Privatvermögen zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich denke, dass ich auch im Sinne aller spreche, wenn ich sage, dass diese Nieten im Nagelstreifen, ganz gleich, ob sie nun verantwortlich sind in den Banken oder in der Politik, diese Nieten mit Nadelstreifen gehören nicht im Ministersessel. Nein, diese sauberen Herrschaften gehören vor Gericht gestellt. Und zwar vor richtige Gerichte und nicht vor solche Gerichte wie letztes Jahr beim Bundesverfassungsgericht, die dann mal kurzerhand die Klagen von Schachtschneider und Co. abgelehnt haben gegen die Schutzschirme, gegen die Rettungsschirme, im einfach schlussendergreifend abgebügelt haben, völlig gewissenlos. Und Professor Schachtschneider hat damals am 7. September vollkommen zu Recht gesagt, über 70% der Deutschen wollen den Euro nicht. Sie müssen auf die Straße gehen und eine andere Partei wählen. Aber liebe Freunde, Professor Schachtschneider hat recht, aber er macht natürlich auf halbem Wege Halt. Oder wenn man hört, dass jemand wie Hans-Olaf Henkel nun darüber diskutiert, dass man eine neue Partei gründen müsse. Liebe Freunde, es bedarf keiner Anti-Euro-Partei, denn es gibt diese Anti-Euro-Partei bereits seit vielen Jahren. Die NPD ist die Partei, die seit Jahren davor gewarnt hat, unsere D-Mark auf dem Altar der EU-Osterweiterung, auf dem Altar der Globalisierung zu opfern. Was Deutschland heute braucht, ist eine Partei, die die Identität unseres Volkes wahren will und sich konsequent gegen den Brüsseler Fremdbestimmungsapparat wendet. Eine Partei, die dafür Sorge trägt und einfordert, dass das deutsche Volk endlich in allen relevanten Schicksalsfragen und nicht nur, wenn es um Feuchtbiotope oder den Bau von Bahnhöfen wie in Stuttgart geht, dass wenn es wirklich um Schicksalsfragen geht, das deutsche Volk in Volksabstimmungen mitentscheiden darf. Und so ist es zum Beispiel denkbar, dass das deutsche Volk über einen Austritt aus Deutschlands aus der Europäischen Union nach Artikel 50 der EU-Verfassung eintritt. Oder aber, liebe Freunde, noch viel besser und eine wesentlich saubere Lösung wäre es doch, wenn sich Deutschland nach Artikel 146 Grundgesetz endlich eine vom deutschen Volk in freier Volksabstimmung verabschiedete deutsche Verfassung gibt, in dem endlich die Rückkehr zur nationalen Währungshoheit und zu unserer guten alten D-Mark ein für alle Mal zementiert würde. Natürlich ist es Wahnsinn, wenn man sieht, was heute in diesem Staate für ein linker Zeitgeist weht. Und angesichts der erdrutschartigen Siege der Multikulti-Extremisten könnte man fast zum Menschenverachter werden oder es mit Max Liebermann halten, der mal davon sprach, dass man gar nicht so viel fressen kann, wie man kotzen möchte. Es ist schon absurd, während in vielen Ländern Europas die politischen Verhältnisse ins Rutschen geraten, ist die Euro-Krise bei den Bürgern in Deutschland noch nicht angekommen. Ausgerechnet in der BRD, aus dem größten Nettogeberland der Europäischen Union, erhalten hierzulande jene Kräfte Oberwasser, die Deutschland noch stärker in Mithaftung für die Misswirtschaft europäischer Pleitestaaten nehmen wollen. Diese Entwicklung ist alarmierend, aber zugleich auch ein Auftrag für jeden Einzelnen von uns, die Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern konsequent weiterzuarbeiten. Doch auch wenn das Volk angesichts der jahrzehntelangen Umerziehungspolitik heute noch nicht die NPD wirklich tiefgreifend als Alternative wahrnimmt, bin ich überzeugt, dass die Phase des linken Zeitgeistes nur kurzer Natur sein wird. Und wir sehen es ja schon, die Politikverdrossenheit wird immer größer und ich bin sicher, der Zuspruch für uns Nationale wird wachsen, je stärker oder besser gesagt, je schlimmer die Zeiten werden, die wirtschaftliche Not in diesem Lande wird und die Not wird in diesem Lande größer, wahrscheinlich noch größer, als es sich jeder Einzelne von uns
heute vorstellen wird. Und in dieser Phase wird die Stunde der Nationalen kommen. Und wer nach Europa blickt, überall in Europa wachsen die nationalen Kräfte. Blicken wir nach Österreich, wo die FPÖ in Umfragen bei 28% liegt. Schauen wir nach Frankreich, wo Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 20% geholt hat. Schauen wir nach Ungarn, nach Belgien, nach Finnland. Überall wachen die Menschen auf. Blicken wir auf Griechenland, wo eine radikal nationalistische Partei, die bei der letzten Wahl 0,3% geholt hat, in Zeiten der Krise auf 7% anschnellt und 21 Abgeordnete ins Parlament schickt. Das, liebe Freunde, sollte uns Mut geben dafür, dass wir den Blick nach vorn richten. Und dafür, dass die Zeichen auf Sturm stehen und es unsere Aufgabe ist, den Menschen klarzumachen, dass die Zeit reif ist, die Etablierten zur Verantwortung zu rufen. Dass die Zeit reif ist dafür, dass in Deutschland endlich wieder eine an nationalen Interessen ausgerichtete Politik von Deutschen für Deutsche betrieben wird. Dafür, dass endlich Schluss ist mit Fremdarbeiterflut, Schluss ist mit Sozialabbau, mit Lohndumping, Schluss mit der Diktatur der Europäischen Union und des internationalen Finanzkapitals. Dafür, liebe Freunde, dass endlich wieder vollwertige Arbeitsplätze in unserer Heimat geschaffen werden. Dafür, dass die etablierten Volksbetrüger in diesem Lande endlich zur Verantwortung gezogen werden. Ganz im Sinne des großen Dichters und Freiheitskämpfers Theodor Körner, der einst mal schrieb, ich zitiere, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Liebe Freunde, unser Ziel ist und bleibt ein soziales, ein national gerechtes Deutschland, getragen vom Freiheitswillen der deutschen Landsleute. Ich bitte jeden Einzelnen von euch ganz herzlich, ihr seid die Multiplikatoren des volkstreuen Widerstandes. Sorgt dafür, dass durch die Menschen ein Ruck geht, dass sich endlich die Menschen politisch engagieren. Macht ihnen deutlich, dass es wichtig ist, uns in unserer Arbeit zu unterstützen. Dafür, dass wir auch in Zukunft ein sauberes, ein anständiges, vor allem aber ein sozial gerechtes und ein deutscheres Deutschland in diesem Lande haben. In diesem Sinne, liebe Freunde, lasst uns kämpfen und streiten, damit wir auch in Zukunft unbekümmert in den Spiegel schauen können und sagen können, jawohl, wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein, nicht zu uns, alles für Volk und Heimat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.